Hallöchen Leute, ich begrüße euch bei einer neuen Folge World of Tanks, diesmal direkt in meiner Garage, denn ich habe endlich meinen Tiger 2 zusammen. Man sieht schon, mein Bankkonto hat hier ganz schön darunter gelitten mit den Credit-Punkten, aber ich habe ihn. Habe auch schon die ersten paar Ründchen mit ihm gefahren, man kann es im Wehrpass schon sehen. Fahrzeuge, also abgesehen davon, dass meine Fahrzeugstatistik bei zum Beispiel Tiger ziemlich cool war, müsste man den Tiger 2 da finden. Wir haben auch schon ganz gute Durchschnittserfahrung, leider keine so besonders hohe Siegesquote. Und auch keine so besonders geilen Matches, aber von der Erfahrung her so war das ganz okay. Schadensquote ganz okay. Wie gesagt, 8 Matches. Gleich will ich mit euch in die ersten reinstarten. Was habe ich hier bisher gemacht? Ich habe Funk und Motor. Ich will mir zuerst diese Gun hier dazu holen. Weil die Standardgun ist nett. Der gefällt mir schon deutlich besser, als es beim Tiger am Anfang der Fall war. Aber man merkt halt, hier kommen 80 Punkte mehr Schaden dazu von der Gun zu der. Diese hier schießt dafür deutlich langsamer. Aber man macht halt pro Treffer mehr. Und häufig habe ich das Problem, dass die einzelnen Treffer halt einfach nicht stark genug sind. Dementsprechend will ich die auf jeden Fall haben. Und die passt vom Gewicht her noch. Danach kommt noch diese Gun hier dazu. Da ist der Unterschied nicht mehr so groß, außer dass sie dann wieder genauer ist und einen besseren Durchschlag hat, was für mich durchaus gut ist. Aber halt, da passt das Gewicht nicht mehr. Da bräuchte ich, also ich kann hier von da zu da brauche, kann ich ungefähr 400 brauche ich noch dazu. Und hier wären es ungefähr quasi 1000, die dazukommen. Und wenn ich in der Garage nach meinen Ketten gucke, 400 passen noch drauf. Ach, da sind es 400 oder sind es 500, die dazukommen. Jetzt muss ich gleich mal nachgucken, ob ich mich da verrechnet habe. Ah, es ist wahrscheinlich zu viel. Verdammt. Dann werde ich mir zuerst die Ketten holen müssen. Oder ein Modul dazu. Aber ich habe mich beim Modul da entschieden, erstmal bei denen zu bleiben, die ich beim Tiger auch hatte. Lüftung, Rammer und Waffenanrichtantrieb. Habe auch meine Crew übernommen, was sehr cool ist. Man sieht, die ist bei 93%. Das Schöne ist, ich kann hier 6 da sind schon benutzen. Was ich richtig gut finde. Ich dachte vorher immer, das habe ich wohl falsch verstanden gehabt, dass wenn man quasi übernimmt, von 90 bis 100 ist die Fähigkeit nicht funktionieren. Aber sie tun es. Ich habe es halt schon mehrfach getestet. Ihr werdet es gleich wahrscheinlich auch sehen. Was dementsprechend ziemlich cool ist. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Ich habe meinen Tiger übrigens noch nicht angemalt. Und ich weiß, also mein Tiger 2, ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde. Weil Credits habe ich momentan nicht so viel. Und ich weiß nicht, ob ich den auf Dauer hinterbehalten werde. Das werde ich erst entscheiden, wenn ich ihn vollgefahren habe und alles an Ausrüstung habe und dann einschätzen kann, wie gut er mir gefällt. Ob ich ihn denn dauerhaft behalten will. Wenn ja, wäre es eine Idee wert zu sagen, okay, ich male den mit Gold an. Wenn ich ihn nicht behalten will, wäre das mit Gold anmalen halt Verschwendung. Und ich werde hinter sicher wieder das Problem haben, dass ich Credits brauche, um mir den nächsten Panzer zu holen. Von daher kann es sein, dass ich dann mich gezwungen sehe, ihn zu verkaufen, einfach um die Credits von ihm, die er dann wiedergibt, wieder rauszuholen. Ansonsten ist es aber ein nettes Match. Stufe 8 Match. Gefällt mir wohl. Die Map habe ich in letzter Zeit oft, was ein bisschen schade ist. Aber naja. Man sieht auch, wir sind schwerfällig und langsam, obwohl ich schon den besten Motor habe. Also, ich hoffe. Bleibt doch nicht vor mir stehen. Genau. Ich hoffe, dass es hinterher nochmal besser wird mit der Drehung. Ein bisschen, wenn wir die besseren Ketten haben. Ja, die habe ich nicht, dass das dann einen Tacken schnell wird, aber der Tiger 2 ist nicht besonders schnell. Der Tiger 1 war ja schon so ein. Man hätte einen Tacken mehr haben können. Beim Tiger 2 sieht man, der hat halt wieder ein bisschen abgebaut. Kommt aber immer noch auf, so, liegt auf seine 30 km/h hier. Also ist immer noch fahrbar. Ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich kriege einen Anfall. Aber ist halt schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er halt von Tier zu Tier die Deutschen da ein bisschen langsamer werden. Gut, dafür halt schwerer gepanzert. Und mit größeren Waffen, von daher ist das schon in Ordnung. Aber ist halt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Also ist noch gewöhnungsbedürftig. Ich habe übrigens mittlerweile auch nochmal mit Mods rumgespielt und die Victus, oder wie es heißt, Modpack ausprobiert. Aber selbst wenn ich da die meisten Sachen, die ich nicht haben will, auspacke, gefällt mir das noch nicht so gut. Weil man hat es automatisch zwangsweise, dass man hier irgendwelche anderen Symbole hat. Und das gefällt mir nicht, weil ich so wie es ist, dass da quasi vorne die Stufe und die A zu erkennen ist und hinten oder daneben dann der Panzer hat, das gefällt mir. Und da hat man immer das Problem, dass dann an den Symbolen mit dran steht, was es ist. Es ist im Endeffekt doppelt gemoppelt und ich fand es nicht so schön. Außerdem fehlt mir da ein bisschen die Möglichkeit, bei der Karte etwas zu konfigurieren. Also das war auch ein bisschen Overkill, was da an war. Ich habe da ein paar Sachen schon rumgebastelt, aber es war mir halt irgendwie doch immer zu viel. Weil man kann dann halt so gesehen sehen, wo zuletzt welche Gegner waren, was schon praktisch ist. Aber von der Übersichtlichkeit her war mir das halt einfach irgendwie. Da ich so ein bisschen Überblick verloren und habe mich damit halt nicht wohl gefühlt und habe es dann einfach wieder rausgenommen.
Ich habe auch versucht, so eine Map alleine konfigurierbar zu finden, aber dann war das Problem, da gab es so die HD-Map-Variante und die war so quietschig aufgedreht von den Farben her, dass ich fast einen Kotzanfall bekommen habe, als ich die getestet habe. Okay, da hat er uns was entdeckt und schießt doch auf uns. Kommt er momentan nicht durch und wir sehen es noch nicht. Aber eine KV-4-Kollegen hier hinter uns. Ich würde ja gerne auf den Panther M10 damit draufhalten können. Da ist er. Da fährt er wieder vor. Da. Aha, ein VK-45. Das ist natürlich nicht schön. Und ein Jagdpanther. Und noch mehr. Jetzt müssen wir mal die Kette brechen. Ich dachte eigentlich, das wäre vielleicht einer. So. Die Idiotfeinden. Mit doch nicht hinten rein, wenn ich gerade versuche, mich zurückzuziehen, weil ich beschossen werde. Das ist ein Held. Die stehen nämlich irgendwo dort sicher im Gebüsch. Und dementsprechend versuche ich immer ein bisschen zu sidescrapen. Und hoffe, dass er da jetzt, wenn er schon meint, mutig reinfahren zu müssen und mich schon zu blockieren, dass er dann wenigstens was aufdeckt. Es kann auch sein, dass die hier oben drin stehen. Das ist auch mal so ein Punkt, wo gerne gekämpft wird. Da ist was. Dann schauen wir mal, ob wir dagegen nicht irgendwie vorgehen können. Da taucht er auf. Komm schon, trau dich nochmal. Jetzt darfst du auch mal die Flucht nach vorne antreten, oder? Oh, den haben sie dabei übrigens komplett aufgeraucht. Wir wurden aber noch nicht wieder entdeckt. Jetzt wahrscheinlich. Ja. Er schießt doch auf mich zurück, aber sonst bisher noch nichts. Hätte ich echt mit mehr gerechnet, dass das jetzt wieder einschlägt. Das war nicht er. Da schießt er noch. Jetzt schießt er noch was anderes auf uns. Das heißt, hier ein bisschen näher. So kann ich mich ein bisschen besser anwinkeln. Uns geht es hier aber nicht gut und unserem Team allgemein geht es hier auch nicht besonders gut. Und da wurde ich von der ISO in die Seite erwischt. Das ist natürlich ein bisschen hässlich. Schade, das war kein besonders schönes Match. Naja, springen wir mal wieder zurück zur Garage. Ich glaube, das will ich mir nicht weiter angucken, wie unser Team hier gerade genüsslich aufgeraucht wird. Hint, womit möchte ich denn jetzt weitermachen? Ich habe mir zuletzt meine schweren Panzer angeguckt, weil ich da recht viel gefahren bin. Habe ich sonst noch was Neues, was ich vorstellen kann? Ja, habe ich sogar. Ich habe mir den Ekel AMX geholt. Der war bei den Franzosen, der Stufe 5 war hier. Durch den habe ich mich mühsam durchgearbeitet und habe mir den hier geholt. Fehlt mir noch, wobei ich habe die Erfahrung für den Motor, das ist schon mal viel wert. Denn der macht hier einiges. Das ist zwar ein Unterschied von 150 zu 250 Motorleistung. Also ich habe das Ding hier ist aber super leicht und super schnell und da macht die 250 Motorleistung viel aus. Und ich will mit dem heute meinen Tagessieg noch haben, deswegen schwingen wir uns da mal rein. Ich nehme, weil ich es kann, das Tarnnetz mit und das Scherenfernrohr, auch wenn die bei dem eigentlich nicht wichtig sind. Tarnnetz ist noch ganz nett. Wichtig wäre echt, dass ich langsam die bessere Gun bekomme. Weil die macht bei dem hier einen massiven Unterschied. Da ist nämlich der Durchschlag unheimlich gering. Hier, man muss bedenken, das ist ein Stufe 5 Panzer. 170er Durchschlag, 240er Schaden, das ist richtig geil. Ich habe fast versucht, auf dem Weg dahin, die hier, die kann auch nicht viel mehr. Also es wird erst ab der Gun gut. Und dafür hatte ich nicht genug freie Erfahrung. Aber ich wollte trotzdem vorher den Motor haben. Denn die Geschwindigkeit ist bei diesem Panzer Trumpf. Und damit gewinnt der seine Runden. Und ja, damit probieren wir es jetzt einfach mal. Der wird sehr, sehr hoch gematcht. Der ist prinzipiell ein Scout, was sehr, sehr schade ist. Denn, also was heißt schade? Man kann damit halt sehr, sehr hoch landen. Und soweit ich weiß, ist halt jemand, mit dem man, wenn man ein bisschen geschickt spielt, sehr lange durchhalten kann. Ich habe bisher noch keine guten Runden mit ihm gehabt. Oder keine Runden, wo ich sagen würde, wow, das war geil. Weil mir die Fahrweise von dem bisher auch noch, ich die auch nicht gewohnt bin. Das Einzige, was ich ähnlich fahre, ist der T2 Lite und der Locust. Oder Locust. Wobei da halt der Punkt ist, dass er auf einer viel geringeren Stufe, wo die Gegner bei weitem nicht so viel Sichtweite haben wie hier. Ich meine, wir sind hier in einem Stufe 8er Match mit Tiger 2, T32. Panther 2, das ist halt, da wird man viel leichter entdeckt. Dazu sieht man auch, er hat hier einen drehbaren Turm. Also das ist, es gibt da von Mighty Jingles die hübsche Bezeichnung, einen Go-Kart mit einer Waffe drauf, das beschreibt den unheimlich gut. Man darf mit dem auch nicht stehen bleiben, deswegen drehe ich jetzt halt einfach vor dem Lux dort wieder ab. Und hoffe, dass er an mir vorbeischießt. Und wir irgendwie hier vielleicht was aufdecken können. Für unser Team. Und da habe ich was aufgelegt. Das heißt, ich will schnell wieder zurück.
Wie gesagt, Tarnnetz geht, weil man ist halt leicht und hat einen kleinen Vorteil davon, wenn man nicht direkt entdeckt wird. Scherenfernrohr ist eigentlich überflüssig, weil, abgesehen davon, dass mich da jetzt irgendwie ein Scout wieder erwischt hat, wir bleiben nicht stehen, um das zu aktivieren. Niemals. Nicht lang, nicht so lange. Hier wieder ein Gebäude zwischen uns bringen. Bums. Shit. Da haben sie meine Ketten erwischt. Die müssen ganz schnell repariert werden. Da habe ich auch Glück gehabt, dass der mich nicht härter getroffen hat. So, wo sind wir hier? Was passiert hier gerade? In der Stadt haben wir nicht so viele. Wir haben wenig, Herr Wies. Das könnte ein Problem werden. Da werde ich aber auch wenig Einfluss haben. Aber ich könnte mich hinstellen und halt versuchen, da das ein oder andere aufzudecken. Wie gesagt, meine Gun ist noch nicht so geil. Der kriegt hinter halt diese ziemlich coole Gun, mit der er richtig viel Schaden machen kann. Und da kann man den wirklich wie so ein Drive-by-Killer spielen. Noch ist es mehr ein Go-Kart ohne geile Gun. Das heißt, wir machen das, was ich hier kann, erstmal über aufdecken. Ja, den wollen wir uns nicht anlegen. Dann mal hier lang gucken, ob da hinten irgendwo ein TD steht. Oder allgemein mal im Hinterland der Gegner schon, ob hier irgendwo was ist. Ja, da ist ein dicker Max. Aber wenn ich schnell genug an dem vorbeifahre, kann ich. Können wir der nicht so viel. Irgendwo war hier aber noch was, was auf mich geschossen hat. Ich habe doch einen Schuss gerade vorbei, so außen sehen. Mal sehen, was er macht. Worauf lässt er sich ein? Ha? Ha? Ah ja, du drehst dich. Sehr schön. Setzt du nur euch weiter zurück. Ich kann mich dich hier beschäftigen. Ich halte hier gerade eine Stufe 6er TD beschäftigt. Und jetzt dreht er, das heißt, wir versuchen hier vorbeizukommen. Komm schon, komm schon. Oh, Glück gehabt. Hat mich getroffen, aber nicht komplett zerstört. Das war meine Hoffnung. Denn jetzt ist er auf jeden Fall lange Zeit beschäftigt und verwirrt damit, was hier hinten los ist. Haben die Gegner einen Arti? Nein, leider nicht. Das wäre jetzt der richtige Moment für das, was ich machen könnte. Arti killen. Leider kann ich unser Team hier aber wenig unterstützen. Ich wüsste nicht, was ich hier machen soll, um irgendwas zu drehen. Denn wir können jetzt hinstellen und die Suche versuchen, von hinten ein bisschen zu penetrieren. Aber das ist halt auch alles. Oder die Su, wobei die hat sich zu mir umgelegt. Dann war es das jetzt wahrscheinlich gleich. Ja. Bam. Das geht bei diesem Panzer recht fix, wenn er erwischt wird. Aber ich muss sagen, er macht Spaß. Also das Ding hier ist schon lustig. Wenn der jetzt die dicke Gun hat und wir damit treffen und durchschlagen können, wird das, glaube ich, noch lustiger. Ich gucke mir das Trauerspiel aber mal nicht weiter an. Allesamt bisher keine so geilen Runden. Was sagt denn unser Tiger so als Ergebnis? Ich habe mittlerweile übrigens einen Fix drin, dass die Sachen hier wieder in der richtigen Zeile eingeklärt werden und auch, dass man den Schimpfwortfilter vernünftig ausmachen kann. War aber keine wirklich schöne Runde. Was der Tiger übrigens auch kann, wo ich mir überlegen würde, das vielleicht so heißt, ist der vertikale Stabilisator, aber das ist während der Fahrt und der Turmdrehung mehr zielen. Aber es ist 20%, wenn der Waffenrichtantrieb, glaube ich, nur 10% gibt. Und ich glaube, oftmals hat es mit Turmdrehung zu tun. Wenn ich also 600.000 Credits wieder habe, will ich überlegen, mir das zu holen. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das eine sinnvolle Sache, also ob das bei der Stelle ich bringt, weil der Waffenrichterantrieb gibt ja immer 10% schnellere Zielerfassung. Und der hier gibt ja, während irgendwo Fahrt ist, irrelevant, aber während der Turmdrehung. Und ich glaube, beim Tiger habe ich es oft, dass ich quasi ein bisschen mit dem Turm hier zwangsweise drehe und dann schlägt das ja schon wieder aus. Da würde mich von euch die Information interessieren, ob ich damit richtig habe, ob das so sinnvoll ist, da zu sagen, der bringt quasi mehr, weil er irgendwie immer einsetzt. Wie sieht's hier aus? Potenziell erhaltene, also ich gehe mal jetzt auf den drauf, damit wir sehen, wie witzig das ist. Potenziell erhaltener Schaden haben wir doppelt so viel, wie wir Lebenspunkte haben. Ne, dreimal so viel, wie wir Lebenspunkte haben. Sehr cool. Leider hat das Scouten nicht wirklich geklappt. Also wir haben zwar was aufgedeckt, aber da haben das Team irgendwie nie Schaden dran gemacht. Aber unser Team hat auch insgesamt nicht so viel gerockt. Schade, schade, Schokolade. Ich sage, springen wir nochmal zum Tiger 2, versuchen da nochmal unser Glück. Vielleicht kriege ich ja heute noch Siege hin, das wäre cool. Und zwar, also heute werde ich sie sicherlich noch hinbekommen, aber heute in der Aufnahme. Sonst spiele ich einfach hinter so lange weiter, bis ich es schaffe. Heute habe ich zum Glück noch Zeit zum Spielen. Werde vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr aufnehmen. Mal schauen. So, was machen wir hier? Wir sind im Stufe 9er Match, haben aber bis. Haben 700 mit drin und 1 und 6er jeweils. Scout. Ich denke, ich werde über die Halb.
Wobei, nee, werde ich nicht. Ich gehe nicht über die Halbinsel. Oft fahre ich über das Halbinsel-Ding unten. Genau das, wo es der dort anpingt. Aber ich fühle mich da als Tiger 2 eigentlich nicht so wohl. Ich würde hier lieber mit der Reichweite arbeiten. Das können wir auf der anderen Seite besser. Denn gut, wir haben noch nicht die Top Gun und sind dementsprechend noch nicht so gut, was die Waffe angeht bei ihm hier. Es gibt hier noch besseres, aber es ist halt schon ganz nett. Und kann auf Reichweite arbeiten, weil halt die Genauigkeitswerte von so einem Tiger doch schon gut sind. Im Gegensatz zu so einem Russen oder so trifft er auf Distanz wirklich was. Und dementsprechend möchte ich eigentlich lieber hier über die Flanke. Außerdem sieht es so aus, als wenn wir von unserem Team irgendwie eh alles dahin wollen. Von daher helfen wir unseren Leuten hier am meisten. Das Prototyp, der Premium-Zoo, also die Premium-Zoo, unser Scout. Ich will mein Fahnenkreuz schon mal durchladen lassen, sehr schön. Gucken wir mal. Move. Ja, unser Team, unsere Heavies wollen hinten stehen und campen. Da. Ich hasse sowas ja immer. Das ist also, mir wird immer gesagt, der E-75, der da oben kommt, der soll ein super geiler Panzer werden. Aber irgendwie habe ich immer das Problem, wenn ich den informellen Einsatz sehe, sind das immer diejenigen, die am weitesten hinten stehen und campen. Hatte ich gestern auch schon einen Tiger in einem Match gehabt und auch ein E-75 mittig in der Morovanka Magic Forest saß, während unser Team auf einer Flanke überfallen wurde. Und ich denke mir immer so, ja super, kann ja sein, dass das ein toller Panzer wird, aber irgendwie spielen die den alle immer sehr komisch. So hinten stehen und campen. Und ich glaube, der E-75 ist eben nicht mehr derjenige, der das machen muss, zwangsweise. Ich habe Kette erwischt und habe nicht noch Gun Depression. Ja, jetzt will ich den doch mal zurück. Da ist nämlich noch ein ISO, die auf uns schießt. Das ist keine schöne Stelle. Das ist gar keine schöne Stelle. Jetzt würde ich mich... Ah, jetzt bin ich wieder aufgedeckt. Ich würde mich an dieser Stelle auch freuen, wenn unser Scout hier noch wäre und uns was aufdecken würde. Er ist hier noch, er deckt uns aber nichts auf. Na toll. Ich würde halt gerne lieber wieder darüber schießen irgendwo, wenn die da hinten stehen. Ich sehe aber nicht, wo die sind. Ich weiß auch nicht, wie ich rankomme, sondern habe jetzt schon richtig dicke Schellen kassiert. Und da hat der mich natürlich rausgenommen. Scheiße. Verdammt. Und da hat mir die Gun Depression ein bisschen das Genick gebrochen. Ärgerlich. Ärgerlich. Vor allem, dass ich dann... Gut, ich hätte gedacht, wenn nur er kommt, kann er im Moment da stehen, wenn er meine Kette erwischt. Aber leider hat dann jemand die ISO mit eingeschlagen. Und danach war das Ganze für mich quasi schon gelaufen, weil die verteilt eine 700er Schelle. Das war nicht gut. Ich glaube, aus Spaßgründen nehme ich noch einmal den Ekel AMX. Können wir noch einmal eine Runde Spaß haben hier. Vielleicht klappt es mit dem ja. Dem fehlt, merkt man an der Stelle auch, dass das halt erst eine 75er Crew ist. Die kann halt noch nicht, da nicht so viel. Theoretisch gesehen könnte ich mich auch hinstellen und sagen, okay, ich spendiere die hoch auf 100, weil das kostet mich dann bei 2 Leuten nicht so viel Geld. Vielleicht mache ich das einfach zwischendurch schon mal. Das könnte bei dem viel bringen, das weiß ich nicht. Andererseits habe ich mir vorgenommen, den recht lange recht viel zu fahren, weil da von der Idee her finde ich den echt sehr cool. Und hoffe darauf, dass wenn ich den voll ausgefahren habe, dass es dann richtig lustig wird. Und dementsprechend wollte ich den eigentlich dann behalten und dann erfahre ich mir mit dem ja noch viel Erfahrung. Außerdem ist heute auf jeden Fall noch erhöhte Mannschaftserfahrungstag, also verdoppelte Mannschaftserfahrung. Das heißt, ich werde alleine deswegen schon heute viel fahren. Denn ich habe, sobald jetzt wo ich 6 da Sinn habe, habe ich halt gemerkt, wie geil ich das eigentlich finde, den zu haben, wie hilfreich das ist. Und habe so 3 Panzer, für die ich mir das eigentlich auch noch gerne erfahren möchte, nämlich den Cromwell. Die KV-1S Crew ist kurz davor, die sind wie bei so 87% und die IS-6 Crew, die ja in mein IS und IS-3 dann rein soll, kann ich euch gleich noch zeigen, wie das da aussieht. Auf jeden Fall cruisen wir hier mal wieder los, gucken mal, was wir machen können. Und da hoffe ich ja, dass wenn ich heute auch ein paar gute Matches da habe, dass ich dann noch die Crew da ein bisschen hochbekomme, die dann vielleicht noch mehr kann. Das wäre schon cool. So. Hier gehe ich recht aggressiv ran an Scouten. Donner halt direkt hier hin, um zu sehen, was da dann gleich rüberkommt. Könnte das Scherenfernrohr sich bezahlt machen.
weil teilweise fahren die ja alle hier rum. Hier ist aber bisher nichts. Und wir bleiben nochmal stehen. Da wird nämlich was aufgedeckt. Und natürlich wird auch zurückgeschossen, ganz klar. Wir haben ein Problem, hier über diesen kleinen Hügel schon drüber zu schießen. Ich würde eigentlich gerne hier noch mehr aufdecken für die. Oh shit, die haben mich gesehen. Meine Gun kann sich erstmal alleine heilen. Wichtig ist, dass ich den Fahrer wieder habe, damit wir wieder auf den Schiff. Yes, wo hat die mich erwischt? Wo ist hier nicht Yes? Also wirklich. Also es hat mich unten. Ah, da ist eine IS, okay. Also da merkt man, wie ich, dass die Crew da ein massives Problem ist. Ich denke, ich werde da die 400 Gold investieren, damit ich da die 100% Gutsche bekomme, weil der ist ja so. Voll. Also, mir wurde das mal ausgiebig erklärt, dass das halt dann, also die Angabe 50 bis 100% an der Stelle ein bisschen relativ ist. Ich werde mir das Match hier noch ein bisschen angucken, schauen, was unser Team da macht. Ob sich das lohnt. Und kann dabei mal kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob wir unseren anderen Scout haben, wenn ich das verstehen kann. Auf jeden Fall, die Angabe 50% bzw. 100% hat, ist von Wargaming so gewählt. Das ist aber nicht die quasi so, dass wenn man 0% hätte, man gar nichts sehen würde. Sondern das ist 50% von der beeinflussbaren Effekte vom Insgesamtwert quasi, so gesehen sind das ungefähr bei einer 50% Crew ungefähr 76%, die hat. Das heißt, bei 75% Crew wäre es halt so bei 87 passt nicht, warte mal. Doch, 87 passt ziemlich gut sogar. Also so um den Dreh rum müsste man 87, 88 vom Maximalwert, aber es sind halt trotzdem quasi jetzt noch 10%, die zur 100% Wirkung, die mir fehlen. Das heißt, ich habe halt irgendwie 10% Sichtweite weniger. Und da der Kleine auf der Stufe schon nicht die allerhöchste Sichtweite hat, und unser Team hier auch gerade ganz schön auf die Fresse bekommt, was sehr schade ist. Hier machen sie ja wieder Gruppenkuscheln. Gehen wir zu IS-2, dem chinesischen Stufe 7er. Gucken dem dabei ein bisschen zu. Der T-29 steht an sich in der zweiten Reihe ganz gut, weil dann seine Wanne geschützt ist. Der müsste... an dessen Stelle würde ich das auch weitermachen, weil der schön von hinten über die drüber schießen. GW Panther beschwert sich darüber, dass eigentlich jemand wahrscheinlich entkommen ist oder er erwischt wurde, aber unser Team wird hier komplett aufgeraucht. Schade. Aber gut, dann kann ich mir den Tagessieg nachholen. Aber wie gesagt, also die Crew machte halt immer noch einen massiven Unterschied. Wir gehen schon mal wieder in die Kaserne zurück, würde ich sagen, weil das dauert hier nicht lange. Die fallen denen gleich in den Rücken. Da werden wir ziemlich aufgeraucht. Man sieht halt hier 360, 10% weniger, sind halt 36 weniger, das fällt schon auf. Es wäre bei dem hier auch ein Gedankenwert, sich den Sichtweite per in der Bewegung Bonus reinzukaufen. Das muss ich mir noch überlegen. Was ich jetzt vorstellen wollte, waren ja, wie gesagt, Crew, die ich hier noch arbeite, hier beim Cromwell. Der ist bei 82%, der hat seine Crew ja auch behalten. Der Comet, den ich mir mittlerweile freigespielt habe, was ich glaube ich schon mal vorgestellt habe, der hat eine neue Crew bekommen, die ich wahrscheinlich zum Centurion hinter mitnehme hier, weil ich den Comet selbst nicht so gut finde. Die Waffen gefallen mir einfach nicht. Da werde ich dann die hier mitnehmen. Auf die beiden freue ich mich schon. Die werden richtig gut, soweit ich weiß. Und der Cromwell selbst, den behalte ich auf jeden Fall. Mit dem habe ich so viel Spaß momentan. Also das ist einfach ein saulustiger Panzer. Er ist halt schnell, kann gut zuschlagen, hat fiese Effekte hier. Die Gun, die er hat, ist für eine Stufe 6er in Ordnung. Das Problem ist halt, der Comet, obwohl ich mir nicht gefallen habe, kann ich es vorstellen, fängt hier mit einer Gun an, die so gesehen sogar noch schlechter ist. Das ist die Vorgänger-Gun auf dem. Dann habe ich die hier schon zur Auswahl, das praktisch gesehen genau die gleiche ist, die der Cromwell hat. Das sieht man daran, dass dann das Fenster aufhört. Also ich habe hier die Cromwell-Gun quasi übernommen. Unser Tiger hat hier gerade seine Niederlage bekommen. Ja gut, da war halt ich so voraus, dass ich eben wenig mit beeinflussen können. Unser ELC-AMX wurde hier ganz platt gemacht. Das ist auch klar, wir haben keinerlei Aufklärungsschaden bekommen, weil wir bei dem, was wir gemacht haben, nichts davon beschossen wurde. Also es war eine traurige Runde. Die Gun, die man hier maximal bekommt, sieht so aus. Das ist quasi nichts besser. Das sind hier 3 Pünktchen und 5 Pünktchen und einen kleinen Tacken bessere Genauigkeit. Ja, okay. Aber sonst ist das gleich. Das heißt, der Cromwell schießt im Endeffekt die ganze Zeit mit der Gun, mit der Comet schon schießt. Der Comet schießt die ganze Zeit mit der Gun, mit der Cromwell schon schießt. Und die wird halt einfach nicht besser. Besser wird es halt erst hier beim Centurion, der halt hier eine Gun bekommt auf Stufe 8, die was taugt. Bis dahin ist das so ein... Comet Gun Jirk. Wird hier noch bewumpelt? Gut, mit der Hellcat, welche sind wir noch hingekommen, aber die fahre ich momentan nicht so viel. Die ist zwar nett, aber es hat eher so einen Zwischendurchpanzer. Wie gesagt, KV1S, die ist bei 88, 87%. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt,
Ich werde mir überlegen, ob ich dann, die dann, wenn der Nerf durch ist, ob ich die in irgendeinem anderen Fahrzeugzweig der Russen damit übergehe. Ich meine, es wäre interessant zu sagen, okay, ich nehme hier den KV-50 und fahre durch. Wobei dann der Gedankengang ist, hinter die Crews zu switchen. Weil hier bei der IS-8 habe ich eine Vier-Mann-Crew und hier habe ich eine Vier-Mann-Crew, wenn ich hier 5 Leute brauche und hier auch immer mit 5 Mann fahre. Also da sogar mit 6, aber das tue ich ja vorher, glaube ich, bei KV-1S auch schon. Nee, mit 5, okay, dann würde noch einer dazukommen. Also so quasi KV-3, KV-4 wäre eine Möglichkeit. Oder die KV-2 aus Spaß, weil die einfach ein lustiger Panzer ist. Oder hoch zu den Mediums. Wobei ich die wahrscheinlich eher von hinten durchfahren würde, weil da einige nette dabei sein sollen. So der hier soll gut sein, die hier, der hier soll cool sein. Mal schauen. Und wie gesagt, in der IS-6, die Crew, die hinter die IS und IS-3 rein soll, die auch bei 88% ist. Und ich stelle mich jetzt schon mal hin. Und ich kaufe dem hier seine 100% Crew, weil mir es echt zu doof ist, dass ich da eine IS von mir nicht sehe. Das finde ich halt echt ärgerlich. Da finanzieren wir mal. Man sieht ja, ich habe noch ein bisschen Geld, Gold von diesem Monat über. Das stecken wir mal da rein. Was wäre für den hier interessant an Skills? Ich glaube, ich werde mir für den sechster Sinn holen. Als erstes. Wobei, nee, wir machen das anders. Sechster Sinn am Anfang ist doof, weil den muss ich ja ganz hochfahren, damit er was bringt. Wir könnten, ja, Schuss bei der Bahn, das ist hinterher interessanter, weil wenn wir bei dem die bessere Gun haben, ist ruhiger Hand auf jeden Fall gut, damit wir genauer feuern. Fahrer ist ja aber nicht mit drin, sondern Ladeschütze ignoriere ich meistens, weil ich nicht mag, aber wir holen uns hier mal Sichtweite dazu, oder wir könnten auch die Commander-Variante von Sichtweite nehmen. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Kite ist bei Beschädigung. Aha. Speer. Okay, das kombiniert sich also mit den anderen. Wir holen uns hier erstmal Weitsicht, weil Sichtweite ja gerade, wie man gemerkt hat, mein Problem ist. Und bei dir gönnen wir auch dir die Ausbildung. Und du kannst. Wendigkeit, Genauigkeit beim Feuern während der Fahrt. Das werden wir auf jeden Fall von Anfang an nehmen, weil wir fahren, schießen ja immer, während wir fahren. Und gönnen denen da zumindest eine Crew, die ein bisschen was kann. Ich könnte ihn eigentlich auch anmalen von außen. Dann sieht er auf jeden Fall cooler aus. Möchte ich das? Ich glaube ja. Der Tarnwert wird bei dem auch noch wichtig, wohl. Naja, das überlege ich mir später mal noch. Interessant wäre halt hier die entspiegelte Optik, aber da habe ich keine mehr auf Lager. Das heißt, die gibt es erstmal nicht. Aber wir haben jetzt auch schon wieder hier rumgewaffelt. 28 Minuten lang fast. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Waren keine so schönen Matches. Tut mir leid dafür, aber halt auch so durch solche Matches muss ich durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.